Die Schmiede in Monster Hunter Rise ist komplex. Es gibt viele verschiedene Waffen, Rüstungsteile, aber auch Fähigkeiten und vieles mehr. Falls du aktuell überfordert bist, dann bleib dran. Nach dem Video kennst du dich aus. Servus Monster Hunter Freunde, ich bin's Corypheus und seit über 3 Jahren im Monster Hunter Universum unterwegs. Ich habe schon zig Waffen und Rüstungen hergestellt, coole Builds daraus gebaut und das möchte ich euch hier in diesem Video zeigen, wie die Schmiede funktioniert, dass ihr eben wisst, welche Rüstung, welche Waffen lohnen sich, auf was muss man im Endeffekt achten. Das Video richtet sich größtenteils an die neuen Spieler, die vielleicht jetzt mit Rise neu eingestiegen sind oder an Spieler, die eben noch nicht so weit im Spiel sind und gerne wissen wollen, was die Schmiede alles bietet. Bevor wir ins Video eintauchen, würde ich mich noch mehr über einen Daumen nach oben freuen. Wer genauso Monster Hunter Fan ist wie ich, kann gern überlegen, ein Abo dazulassen, denn auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Monster Hunter. Ich befinde mich jetzt hier schon in der Schmiede. Wir fangen im Endeffekt von ganz oben an, arbeiten uns runter. Es kann sein, dass ihr jetzt hier ein paar Sachen schon seht, die bei euch noch nicht freigeschaltet sind. Die schaltet man dann in der Laufe der Story frei. Wir fangen jetzt oben an. Waffe schmieden, Waffe verbessern. Es gibt 14 verschiedene Waffen in Monster Hunter Rise. Ich hoffe, ihr habt eure Waffe schon gefunden. Falls noch nicht, könnt ihr gerne oben rechts aufs i-Zeichen draufklicken. Da zeige ich euch die 14 verschiedenen Waffen, stellt ihr euch vor und so könnt ihr schon mal sehen, welche Waffe zu euch passen könnte, die dann herstellen und die dann eben mal testen im Kampf. Ich zeige euch jetzt die Waffenbäume oder die Struktur, wie das Ganze funktioniert anhand des Großschwertes. Die Waffenbäume sind größtenteils gleich. Manche Monster geben euch für alle 14 Waffenbäume eine Waffe und manche Monster geben dann zum Beispiel nur für 4 oder 5 Waffenbäume eine Waffe. Das ist einfach nur so ein leichter Unterschied, aber ansonsten sind die Waffenbäume immer vom Prinzip her gleich. Bei den ganzen Waffenbäumen sieht man am Anfang relativ wenig. Sie sind auf der rechten Seite schwarz limitiert und nach unten ist auch nicht viel frei. Ihr seht bei mir klar mehr, müsst ihr aber auch, ansonsten kann ich euch das ganze Thema nicht erklären. Ich gehe da jetzt nicht auf jede Waffe drauf, dass ihr eben nicht gespoilert werdet. Wir haben ganz oben den Kamroa-Baum, da fängt man im Endeffekt an, das ist die Starterwaffe, die kann man auch sehr schnell herstellen, schmieden im Endeffekt, das könnt ihr über den ersten Slider hier machen, Waffenbäume schmieden oder ihr könnt es auch über die Waffenliste machen, das ist euch im Endeffekt überlassen. Hier kann man auch drauf gehen, 3 Punkte Erze, egal welches Erz braucht man, dann noch 300 Zenny, da kann man diese Waffe schon herstellen, die hat man aber am Anfang normalerweise eh in seiner Truhe drinnen, weil es die Starterwaffe ist. Möchtet ihr diese Waffe verbessern, dann geht ihr eins nach rechts und dann seht ihr hier, ihr braucht ein Eisenerz, das ihr in der Welt finden müsst und dann könnt ihr hier die Waffe zack einfach auswählen, hier drüben und verbessert diese Waffe und dann seht ihr auch, dann ist dieser Punkt A ausgerüstet, eins weiter nach drüben gewandert. Am Hammer-Symbol seht ihr auch immer, dass man diese Waffe direkt herstellt. Kann. Bedeutet hier, die erste Stufe kann man herstellen oder auch die Stufe von diesem Gossarak kann man direkt herstellen oder auch die Mitsutsune-Waffe kann man herstellen. Bei dem Gossarak ist nur ein X, weil ich keine Materialien besitze, deswegen kann ich sie aktuell nicht herstellen. Hätte ich jetzt alle Materialien, wäre dieser Hammer auch normal da ohne ein rotes X. Wir gehen nochmal zurück auf die zweite Stufe. Ihr könnt diese Waffe jetzt auf die dritte Stufe aufwerten. Sie wird dann immer besser. Die Seltenheitsstufe, seht ihr oben, ist es auf die Stufe 2. Die war vorher Stufe 1. Desto weiter man nach rechts wandert in den Waffenbäumen, umso höher wird die Seltenheitsstufe. Und normalerweise umso besser wird dann auch die Waffe. Hier braucht ihr jetzt nochmal 2 andere Materialien. Könnt dann eben den Kamura Spalter 3 herstellen. Und ihr seht auch, dass sich schon die ganzen Waffenbäume verzweigen in verschiedene Richtungen. Zum Beispiel, wenn ihr diesen Gossarak eben getötet habt, dann erscheint sein Waffenbaum beim Großschwert mit Mitsutsune eben ebenfalls. Und jetzt, wenn ihr bei der Stufe seid, könnt ihr euch zum Beispiel entscheiden, diese Waffe dann eben in diese Richtung zu verbessern oder sagt, nee, ich möchte weiter in den Kamura-Baum investieren, weil ich da auch die Materialien habe. Am Anfang ist es immer so, ihr seht sehr viele Fragezeichen bei den Waffen und die sind erst komplett freigeschaltet, wenn ihr die Materialien dafür gefunden habt. Teilweise geht es schneller, teilweise dauert das eben ein bisschen länger und das ist eben Monster Hunter. Man muss im Endeffekt immer Monster töten, Materialien suchen und wenn ihr alles gefunden habt, dann könnt ihr euch die bessere Waffe herstellen. Das ist schon ein richtig cooles Prinzip. Wie gesagt, manche Waffen kann man auch direkt eben herstellen, wenn das Hammer-Symbol da ist. Also ihr müsst jetzt bei dem Gossarak nicht unbedingt eure Waffe jetzt hier in die Richtung verbessern, weil den könnt ihr auch gleich eben herstellen. Beim Barot-Baum ist es ein bisschen anders, seht ihr jetzt gleich. Ich habe jetzt hier die Stufe 2 von dem Kamura-Spalter und wenn ich jetzt Barot herstellen möchte, muss ich eben den verwenden, weil da ist kein Hammer-Symbol da. Also ich muss jetzt im Endeffekt diese Waffe verbessern, diesen Kamura-Spalter da und dann zack, wird das in die nächste, komme ich in den nächsten Waffenbaum rein. Das ist so ein bisschen ein Unterschied. Wenn wir jetzt hochgehen und die Waffen mal ganz kurz vergleichen, sehen wir beim Gossarak, der hat sehr viel Angriff, hat von der Schärfe her grüne Schärfe. Jede Waffe hat unterschiedliche Schärfe. Es gibt verschiedene Schärfestufen. Am Anfang hat man rot, orange, dann haben manche Waffen eben gelb, grün, blau und zu guter Letzt ist es die weiße Schärfe.
desto besser die Schärfestufe ist, umso höher ist der Multiplikator dieser Schärfestufe und das wird dann nochmal auf den Angriff drauf gerechnet. Bedeutet zum Beispiel, hier oben haben wir einen geringeren Angriff, nur 140 Punkte, aber ein bisschen blaue Schärfe, heißt es wird nochmal ein bisschen mehr Angriff auf diese 140 Punkte drauf gerechnet wegen der blauen Stufe und hier zum Beispiel haben wir nur die grüne Stufe, da wird dann eben ein bisschen weniger drauf gerechnet, deswegen ist dieser Angriffswert jetzt hier zum Beispiel bei dieser Waffe eben einen Tick höher. Unten drunter sehen wir auch noch ein Element jetzt beim Gossarak, Eiselement, es gibt verschiedene Elemente im Spiel, Eis, Feuer, Donner, Wasser und jedes Monster hat eine Schwäche gegen ein bestimmtes Element, das kann man unter Start und dann unter Jägernotizen nachgucken, einfach auf das Monster drauf gehen und dann seht ihr, welche Schwäche dieses Monster eben hat und dann könnt ihr zum Beispiel sagen, hey cool, ich habe eh eine Eiswaffe, dann mache ich bei dem Monster eben nochmal ein bisschen Bonus Damage mit Eis, das ist eine coole Sache. Im Endgame ist es eigentlich so, dass man Elemente und Statuseffekte eigentlich nur auf Waffen spielt, die sehr schnelle Schläge machen, dass man das eben schnell ab hat, gerade auch das Element oder den Statuseffekt. Und bei langsamen Waffen spielt man eher nicht unbedingt auf Elemente und verstärkt da eigentlich nur seinen Angriff. Aber das ist ein anderes Thema, das ist im Endeffekt Endgame nur hier ein bisschen am Rande. Statuseffekte gibt es wie gesagt auch, wie zum Beispiel Gift. Wenn man oft genug auf das Monster draufschlägt, wird es irgendwann vergiftet und bekommt dann so noch ein bisschen Giftschaden ab. Es gibt Lähmungen, wo das Monster einfach gelähmt wird, wenn man oft genug draufgeschlagen hat. Oder es gibt Schlaf, da schläft das Monster irgendwann ein, wenn man genügend Hits gegeben hat. Das ist auch manchmal ganz lustig. Ansonsten unten drunter gibt es noch die Affinität, die ist auch sehr wichtig. Im Endgame ist es meistens so, man spielt eine sehr hohe Affinität. Denn bei 100% Affinität macht man nur noch kritische Treffer und die machen 25% mehr Schaden. Bei dem Gossarak hat man sogar eine Minus-Affinität. Minus-Affinität ist normalerweise nicht gut, denn wenn man, man kann auch negative Crit-Treffer machen. Bedeutet, wenn man jetzt mit diesem Großschwert, weil man negative Affinität hat, einen Crit-Treffer macht, man hat eine 15%ige Chance, einen negativen Crit-Treffer zu machen. Bedeutet, man macht dann mit dem Angriff oder mit diesem Schlag 25% weniger Schaden. Seid ihr eben plus 15%, dann habt ihr eine 15%ige Chance, einen Crit-Treffer zu machen, der eben 25% mehr Schaden macht. Unten drunter haben wir noch einen Verteidigungsbonus. Der liegt manchmal bei 10 oder 15 Punkten. Da habt ihr nochmal ein bisschen mehr Rüstwert. Ist aber nicht sonderlich wichtig eigentlich. Man sollte immer auf die anderen Werte schauen. Und unten drunter gibt es noch Slots. Manche Waffen haben Slots, gerade wenn man weiter nach oben geht. Hier zum Beispiel gibt es unterschiedliche Slotgrößen und in diese Slots kann man eben Fähigkeiten reinmachen. Da kommen wir gleich noch dazu. Das ist echt manchmal super nützlich. Ansonsten, wenn wir jetzt nochmal hier hochgehen, gibt es die Ausrüstungsinfo auf verschiedenen Seiten. Könnt ihr auf die zweite Seite gehen, dann seht ihr halt allgemein nochmal ein paar Infos zu eurer Waffe. Jetzt hier auf der dritten Stufe seht ihr zum Beispiel euren allgemeinen Status oder die Anzeigeinfo inklusive Rüstung. Bedeutet, wenn ihr noch eine Rüstung anhabt, wie ich zum Beispiel, dann hat das Schwert jetzt hier insgesamt habt ihr einen Angriff von 197 Punkte, 15% Affi, obwohl das Schwert ja normalerweise nur 170 hat und hier sind es 197, weil ich einfach eine Rüstung besitze, seht ihr auch unten, Verteidigung liegt bei 321 Punkten wegen meiner Rüstung. Ansonsten hier seht ihr auch die ganzen Fähigkeiten, die ich aktuell in meiner Rüstung eben drin habe. Die sind nicht schlecht, nicht perfekt, weil ich gerade das falsche Großschwert jetzt im Endeffekt ausgerüstet habe. Auf dem zweiten Slider könnt ihr wie gesagt auch die Waffen gleich immer herstellen, die man herstellen kann. Und auf dem letzten Slider kann man eben die Waffen verbessern, wie jetzt hier zum Beispiel diesen Kamora Slider Stufe 2 könnte ich jetzt auf die Stufe 3 eben dann aufwerten. Und das war es eigentlich schon soweit von den Waffenbäumen. Kommen wir zum zweiten Punkt, Rüstung schmieden und verbessern. Den Punkt kann man viel schneller erklären. Wir fangen jetzt hier auf der Seite an. Desto mehr Material man findet, umso mehr Rüstungen werden freigeschaltet und eine Monsterrüstung wird freigeschaltet, sobald man das Monster getötet hat. Jede Rüstung sieht unterschiedlich aus, hat unterschiedliche Werte. Verteidigung ist jetzt hier bei diesem Kamura-Set sehr schlecht, hat nur einen Punkt Verteidigung der Kopf. Gehen wir jetzt zum Beispiel weiter runter zur Itsuri-Rüstung. Das ist das erste Monster, was man tötet, hat man zum Beispiel die Verteidigung von 10 Punkten. Ihr seht, die Widerstände ändern sich auch immer. Bedeutet zum Beispiel, der Groß Itsuri hat einen Widerstand gegen Feuer oder zum Beispiel gegen Feuer nur und eine Schwäche gegen Wasser und Donner. Das sieht man auch an der Rüstung und sieht man im Endeffekt auch bei den Jägernotizen, was ich vorher erwähnt habe. Gehen wir nochmal ganz nach oben. Jedes Rüstungsset hat unterschiedliche Fähigkeiten drauf. Das seht ihr hier zum Beispiel göttlicher Segen, Seilkäfer, Heldentat, kritischer Blick. Jede Waffe braucht unterschiedliche Fähigkeiten oder
jeder Spieler mag auch unterschiedliche Fähigkeiten. Wenn wir jetzt den rechten Stick reindrücken, können wir uns im Detail diese Fähigkeit durchlesen, zum Beispiel Wandläufer, reduziert Ausdauerverbrauch beim Laufen an Wänden. Man kann das auf die Stufe 3 maximal pushen, dann wird sogar kurzzeitig die Angriffskraft, erhöht auch kurzzeitig die Angriffskraft durch Wandlaufen. Ob man das wirklich braucht, kommt immer auf den Spieler drauf an. Ich selber brauche es jetzt nicht. Und so suche ich mir im Endeffekt die Rüstungsteile raus, die ich eben gut finde, die zu mir passen. Zum Beispiel gibt es jetzt hier unten, muss man hier ein bisschen weiter runter gucken, Angriffsboost ist zum Beispiel gut, wenn wir den rechten Stick reinklicken, sieht man hier eben, wir bekommen mehr Angriff, mehr Schaden, schnelles Wegstecken, wir können die Waffe schneller wegstecken und so fängt man zum Beispiel an, sich die Sets zusammenzustellen, die man haben möchte. Wir gehen hier zum Beispiel drauf, sagen zum Beispiel, wo haben wir was Gutes, Höchstleistung finde ich zum Beispiel cool, Verteidigungsboost, bam, stell mir dieses Teil jetzt her. Hier zum Beispiel finde ich das schnelle Wegstecken gut, nehme ich auch in meine Rüstung mit rein und hier zum Beispiel ist kritischer Blick, finde ich sehr nice, gibt mehr Affinität, bei 100% kritten wir nur, nehme ich ebenfalls mit, genauso wie die Hüfte und so stellt man sich dann ein Set zusammen. Ich kann jetzt hier noch schnell Erholungstempo auswählen, zack, und dann seht ihr auf der letzten Seite zum Beispiel, was ihr jetzt für Fähigkeiten in eurer Rüstung eben drin habt und die Rüstungen kann man eben dann auch noch verbessern und zwar auf Rüstung verbessern, könnt ihr den Rüstwert der Rüstung erhöhen. Ihr habt ja vorher gesehen, die Rüstung hatte nur einen Verteidigungspunkt. Wenn man jetzt hier ein paar Rüstkugeln reinpumpt, die man auch in der Welt findet oder durch optionale Quests bekommt, kann man die Verteidigung erhöhen von, ich weiß gerade gar nicht, wo es war, von insgesamt Verteidigungspunkte 32 auf 50 Punkte Verteidigung geht das Ganze dann eben nach oben und es gibt auch noch eine zweite Spalte von Rüstungen, das ist im Endeffekt hier der Low Rank gewesen, die Anfangsrüstungen. Desto weiter in der Story kommt, umso bessere Rüstungen schaltet ihr frei, auch den High Rank, hochrangig. Und hier sind im Endeffekt nochmal die gleichen Rüstungen drin, ein paar Rüstungen mehr, weil es im High Rank gibt es mehr Monster als im Low Rank. Und die Rüstungen haben schon Standard, das Jäger oder das Kamura-Set eher gesagt, hat jetzt hier schon 30 Punkte Verteidigung. Im Low Rank hat es eben nur 1 Punkt Verteidigung gehabt und es hat auch mehr Fähigkeiten drauf, wie ihr hier seht. Und manchmal haben die Rüstungen dann auch Slots und in diese Slots kann man nochmal mehr Fähigkeiten einbauen durch Dekorationen und dadurch kann man eben, wie gesagt, wenn man da noch was einbaut, zum Beispiel den kritischen Blick auf Max bekommen oder zum Beispiel auch den Verteidigungsboost auf Max, da kommen wir gleich dazu. Kommen wir zum dritten Punkt, Waffe verstärken, da schaltet man im Laufe der Story frei, da schaltet sich dann der Reiter Randale Fähigkeiten frei, man kann jede Waffe nochmal separat verbessern, wie zum Beispiel jetzt diesen Barot Prügel des Großschwert. Ihr seht hier, man kann drei verschiedene Sachen noch on top drauf machen, sobald man so einen Randale-Schein eben bekommen hat, zum Beispiel mehr Affinität, mehr Verteidigung oder auch nochmal brutaler Schlag. Es gibt verschiedene Boni, kommt auch manchmal auf die Waffe drauf an und so kann man die Waffe separat nochmal ein bisschen weiter verbessern. Desto höher die Seltenheitsstufe, umso höher gehen auch diese Boni. Zum Beispiel hat man am Schluss nicht nur die Stufe 1, sondern die Stufe 2 oder auch die Stufe 3. Das ist im Endeffekt dann das Endgame, dass man die Waffe nochmal separat verbessern kann. Randale-Waffen bekommt man halt durch die Randale. Die haben einen besonderen Vorteil und zwar kann man die Farbe der Waffen eben abändern. Das kann man bei den anderen Waffen eben nicht machen. Kommen wir zum vierten Punkt. Der ist nicht besonders kompliziert, ist nur für die Bogengewehrspieler. Man kann sein Bogengewehr noch umbauen. Man kann da verschiedene Boni noch draufhauen. Schalldämpfer, langer Lauf. Einfach durchlesen und gucken, was zu einem passt. Da muss ich jetzt nicht wirklich viel erklären. Schild kann man drauf machen, kann man Angriffe blocken oder zum Beispiel auch nochmal ein bisschen mehr Schaden aus der Bogen rausholen. Dekorationen sind extrem wichtig. Schaltet man mit der Zeit frei diesen Reiter. Ihr habt zuvor gesehen, in Waffen und auch Rüstungen gibt es Slots und da kann man nochmal mehr Fähigkeiten einbauen. Ihr seht jetzt hier einen kurzen schwarzen Bildschirm, denn sonst werdet ihr gespoilert mit verschiedenen Monstermaterialien. Das möchte ich euch jetzt nicht. Zack, hier seht ihr das Ganze. Jetzt ist kein Spoiler drinnen, weil man die ganzen Monster eh schon vorab, die waren schon bekannt im Spiel, schon vor dem Release. Es gibt wie gesagt verschiedene Dekorationen. Mit jedem Monster, das ihr tötet, schaltet ihr neue Dekorationen frei und die könnt ihr wie gesagt in die Slots einbauen. Jede Dekoration hat eine feste Größe, zum Beispiel jetzt Angriffsboost hat die Slotgröße 2, unten ganz unten seht ihr die Ohrstöpsel, hat eben die Angriffsstufe 3, die Slotgröße 3 oder Felsenfest hat eben die Slotgröße 1. Und ihr müsst eben gucken, wenn ihr eure Rüstungsteile auswählt, dass ihr auch noch gute Slots habt und eure Fähigkeiten auf Max pushen könnt. Habt ihr jetzt zum Beispiel einen 5er Angriffsstandard in eurer Rüstung drin durch die Fähigkeiten auf den Rüstungsteilen und sagt, hey, ich möchte jetzt nochmal zwei weitere Angriffsstandards
Angriffspunkte haben. Auf 7 max, maximaler Angriff eben. Dann müsst ihr hier noch 2 Dekorationen oben Angriff herstellen und in der Rüstung 2 Zweier-Slots haben. Dann könnt ihr die da einlassen und habt eben den Angriff auf 7. Das gleiche mit Experte. 1er Experte gibt eben 5% Affinität. Am Schluss auf Stufe 7 gibt es 40% Affinität. Und so müsst ihr eben die richtigen Rüstungsteile herstellen, schauen, welche Fähigkeiten ihr braucht, welche Slots in der Rüstung drin sind und könnt dann das eben noch optimieren mit den Dekorationen. Wichtig noch an der Stelle, es gibt manchmal Fähigkeiten, die sind auf einer Rüstung drauf, wie zum Beispiel Schwächevorteil, aber dazu gibt es leider keine Dekoration. Ich denke, die wird später mit zukünftigen Updates noch reinkommen. Nur zur Info, ansonsten hat man eben noch 2 weitere Reiter. Der eine ist eben Kind 6 für Glefenspieler. Man kann verschiedene Kind 6 herstellen, die haben eben verschiedene Boni drauf, sind unterschiedlich stark. Und der letzte Reiter heißt im Endeffekt Ausrüstung anpassen. Über den Dekorationen kann man sie eben dann auf dem zweiten Reiter hier noch anbringen. Wir können es mal ganz kurz machen. Jetzt habe ich nur Low-Rank-Rüstungsteile an. Das ist natürlich tipptopp. Ich schaue mal, ob ich jetzt hier, guck mal zum Beispiel diese Gussschiene, habe ich einen kleinen Slot drin und dann kann ich dann eben diese kleinen Dekorationen noch einbauen und meine Werte auf Max pushen. Für eure 2 Begleiter gibt es natürlich auch noch Rüstungsteile beim Buddyschmied nebenan. Das ist eigentlich ziemlich schnell erklärt. Da gibt es keine wirklichen Fähigkeiten auf den Rüstungsteilen. Bei den 2 Begleitern muss man einfach nur schauen, dass man am besten sehr hohe Verteidigungswerte hat. Desto weiter unten die Rüstungen, umso höher ist natürlich der Verteidigungswert. Das geht dann normalerweise immer weiter nach oben. Seht ihr jetzt zum Beispiel auf 65. Und dadurch geht der Begleiter eben nicht so schnell drauf. Vielleicht auch ein bisschen auf die Optik achten. Ich habe jetzt hier die Kogarashi-Rüstung genommen. Ist nicht die beste, aber sieht auf jeden Fall cool aus. Und als Waffe kann ich euch empfehlen, entweder eine Lähm- oder eine Schlafwaffe dem Palico zu geben. Ihr könnt natürlich auch Elementwaffen nehmen oder Nicht-Elementwaffen, wo jetzt kein Element drauf ist. Aber Schlaf und Lähmung ist am coolsten für beide Begleiter, denn dadurch kann das Monster eben nochmal einschläfern oder halt auch gelähmt werden auf dem Hand und dann wird es allgemein einfacher. Ihr müsst diese Rüstungsteile oder Waffen mit Resten herstellen, also nicht mit normalen Monstermaterialien oder normalen Materialien, sondern mit Resten. Die bekommt ihr einerseits durch die Miausterjäger, wenn ihr die wegschickt in der Bardi Plaza, oder ihr könnt eben normale Materialien im Endeffekt einschmelzen und dadurch bekommt ihr dann Reste raus und könnt dann so die Palico- und Palamut-Rüstungen herstellen. Falls ihr noch Fragen zur Schmiede habt oder auch zu Monster Hunter Rise allgemein, schreibt sie einfach in die Kommentare rein. Ich lese mir das Ganze durch, ich helfe euch da auch noch. Und wenn viele die gleiche Frage haben, dann werde ich dazu noch ein weiteres Video machen. Ich hoffe, das Video hier hat euch jetzt geholfen, was ihr in der Schmiede herstellen könnt, auf was man Wert legen sollte, was sich eben lohnt herzustellen, was eben zu eurer Waffe passt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich noch mega über einen Daumen nach oben freuen und wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg, ciao, haut rein.